So, kommen wir zur Verwaltungsorganisation Teil 13. Ich hatte Sie gebeten, sich diese Studie bzw. dieses Dokument anzuschauen, so ein Gemeinschaftsdokument des Bundesrechnungshofs mit den Landesrechnungshöfen. Und man kann aus dem Dokument ja ziemlich genau erkennen, dass es sich hierbei eben um so eine, ja, Ratschläge, Empfehlungen und Ähnliches handelt. Und interessanterweise eben zur Verwaltungsorganisation, also genau dem Gegenstand unserer Vorlesung, haben wir hier ganz, ganz viele Sachverhalte, die sehr, sehr interessant sind und auch den Inhalt unserer Veranstaltung treffen, beziehungsweise auch an der einen oder anderen Stelle schon ein Stück weit adressiert worden sind. Erste Frage hier: Was ist Zweckkritik? Zweckkritik grundsätzlich, das sollte man auch wissen, sagt der Name aber auch schon fast, sind in dem Dokument auf Seite 4 bis 5 auch entsprechende Ausführungen gemacht. Da geht es einfach um die grundsätzliche Überprüfung aller Aufgaben dahingehend, ob sie auch wirklich notwendig sind. Was ist das AKV-Prinzip? Die Frage 2 hier. Da geht es also um die Kongruenz oder eben die Deckungsgleichheit oder die Überschneidungsfreiheit von Aufgabe, Kompetenz und Verantwortung. Das heißt also, dass Aufgabe, Kompetenz und Verantwortung zusammengehören. Und diesen Begriff AKV sollte man eben auch sich merken, weil eben mit solchen Abkürzungen wird in der Verwaltung auch sehr prominent umgegangen. Und vom Prinzip her, wie gesagt, sollte klar sein, dass jemand, der eine Aufgabe hat, die notwendige Kompetenz hat und dann die dafür erforderliche Verantwortung auch entsprechend übernehmen kann. Dann die grundsätzliche Frage: Warum werden Organisationsuntersuchungen durchgeführt? Da habe ich ja auch in den vorigen Streams immer mal was dazu gesagt. Es geht eben herauszufinden, ob Strukturen und Prozesse wirklich wirksam ausgestaltet sind und ob die auch wirtschaftlich ausgestaltet sind. Finden Sie hier im Dokument unter anderem auf Seite 4 auch einiges. Und ich hatte es bei dem Thema Aufgabenanalyse und Aufgabenanalyse und Aufgabensynthese so ja auch adressiert. Organisationsuntersuchungen sind so ein permanenter Begleiter auch der, nicht nur der Verwaltung, auch der Unternehmen, weil sich die Rahmenbedingungen von außen einfach immer verändern können. Warum soll die Verwaltung in der Lage sein, ihre Prozesse schnell anzupassen? Das schließt jetzt gerade an die Antwort von 3 ein bisschen an. Die Aufgaben werden natürlich komplexer. Wir haben Sparzwänge oder zumindest zeichnen sich durch Corona weitere Sparzwänge in der Verwaltung natürlich auch ab. Und auch Corona ist hier ein gutes Stichwort, denn mit Sicherheit werden von den ganzen Online-Maßnahmen und Tools sicherlich einige überbleiben. Man muss sich dann schon mal die Frage stellen, welche Reisekosten sind erforderlich noch zukünftig in der Verwaltung? Welche Aufgaben können wirklich von zu Hause auch erledigt werden? Und es ist ja auch letztlich irgendwo eine Frage der Umweltbelastung und so weiter und so weiter. Also es gibt immer Erfordernisse, die Prozesse schnell anzupassen. Und wie gesagt, unsere Corona-Krise ist da ein sehr eindeutiges Symbol dafür. Nummer 5, wie können notwendige fachliche und methodische Kenntnisse erworben werden? Das ist auch adressiert auf der Seite 3 dieses Dokuments. Da geht es zum Beispiel durch entsprechende Studiengänge. Da können Sie also auch wieder an sich selbst denken, auch wenn das jetzt kein Organisationsstudiengang ist. Aber viele Teile des Curriculums basieren ja auch auf agilen Methoden, auf der Frage von Prozessgestaltung, von Workflows und so weiter. Das heißt also hier auch die klare Antwort der Rechnungshöfe durch entsprechende Studiengänge, Fortbildungsangebote. Was versteht man unter Leitungsspanne? Auch so ein Begriff, den man kennen sollte. Also da geht es um die Anzahl unterstellter Beschäftigte zu einem entsprechenden Vorgesetzten, zu einer entsprechenden Vorgesetzten. Auf Seite 7 sind da insbesondere Ausführungen gemacht. Siebte Frage: Warum ist das Prinzip Organisation vor IT sinnvoll? Es gibt da so ein Klassiker aus dem Englischen, da heißt es immer: A fool with a tool is still a fool. Also jemand, der halt ja unfähig ist, wenn man dem ein Tool in die Hand gibt, es bleibt er weiterhin natürlich noch
unfähig sozusagen. Und deswegen immer dieser Spruch, a fool with a tool is still a fool. Das heißt, wir müssen immer zunächst natürlich Organisation richtig gestalten und dann soll die IT eben in richtiger Weise unterstützen und eben nicht umgekehrt. Und deswegen erst die richtige Organisationsform finden und dann wähle ich danach auch die entsprechende geeignete IT-Unterstützung aus. Nummer 8, eben dann die Frage, warum wird das Prinzip heute doch eher wieder in Frage gestellt? Und warum sollte man dies vielleicht auch tun? Und die Antwort ist hier, es hat viel mit der Digitalisierung zu tun. Wir haben ja jetzt unter dem, sag ich mal, Oberbegriff Digitalisierung Möglichkeiten, die wir vor 10 oder 15 Jahren noch gar nicht hatten. Daher ja auch die agilen Methoden, die eben darauf abzielen, in einem Entwicklungsprozess das Endprodukt im permanenten Austausch mit dem Kunden auch wirklich zu designen und zu entwickeln. Und da ist es einfach so, aufgrund dieser neuen technischen Möglichkeiten kann der Fachbereich, der ja der Kunde meistens ist oder der Abnehmer der IT-Leistungen, gar nicht mehr beurteilen oder wissen, was die Technik leisten kann. Und deswegen macht es dann durchaus Sinn, oder es kann ein Stück weit diese Organisation von IT in Frage stellen, weil einfach jetzt Optionen auf dem Tisch liegen, die es vor 10 bis 15 Jahren gar nicht gab. Oder andersrum gesagt, früher hatte man einen Anforderungskatalog aus dem Fachbereich, der sollte von der IT umgesetzt werden. Heutzutage kann die IT aufgrund neuer technischer Möglichkeiten ein ganz neues, ganz neue Instrumente bereitstellen, für die gar nicht mehr erforderlich ist, dass man vorher einen Anforderungskatalog seitens des Fachbereichs überhaupt definiert hat. Dann kommen wir zu Frage 9, Steuerungsinstrumente, welche sollen zum Einsatz kommen? Und da können Sie auch erkennen, genau das, was Sie auch in Ihrem Curriculum haben. Da steht auf Seite 10 unter anderem was zur Kosten- und Leistungsrechnung, zum Thema Controlling, zum Thema Zielvereinbarung, die ja ein Stück weit am Controlling auch dranhängen, zum Thema Benchmarking, Benchmarking eben diese Vergleichsringe, die ich auch im Bereich von Controlling ja in der Vorlesungsunterlage adressiert habe. Stichwort ist da diese Firma Maturity, die eben über IT-Benchmarking ganz viel IT-Benchmarking betreibt. Sie sehen also, die von den Rechnungshöfen auch geforderten entsprechenden Instrumente befinden sich auch bei Ihnen im Curriculum und daher passt das natürlich auch in den Gesamtanforderungskomplex an einen Studenten oder Studierenden der Verwaltungsinformatik. Nummer 10, warum sind klar formulierte Ziele für ein wirtschaftliches Verwaltungshandeln unverzichtbar? Nur über die Ziele können wir auch messen, da sind wir auch wieder ein Stück weit bei dem Controlling-Thema. Das heißt also, irgendeine Zielsetzung soll messbar gemacht werden und nur auf diesem Weg kann ich dann wirklich auch herausfinden, ob ich meine Ziele erreicht habe. Und deswegen sind eben diese Ziele für das wirtschaftliche Verwaltungshandeln unverzichtbar. So, dann die Frage 11, woraus speisen sich die strategischen Ziele einer Behörde? Das haben wir auch schon mal, das muss ich überlegen, im Bereich von Verwaltungshandeln, glaube ich, genau gehabt. Da gab es mal dieses Bild mit exogenen und endogenen Faktoren bzw. Zielen. Und auch da hatte ich schon adressiert, so wie jetzt hier auch die Antwort auf die Frage 11 lautet. Wir haben natürlich gesetzliche Grundlagen, wir haben Rahmenbedingungen, es gibt Vereinbarungen, es gibt Erlasse und so weiter. Das finden Sie auf der Seite 3 unten unter anderem in diesem Dokument. Das heißt, die Rahmenbedingungen der typischerweise übergeordneten Einheit oder Vorgaben befinden sich oder finden sich dann natürlich in den strategischen Zielen einer Behörde entsprechend wieder. Und denken Sie, wie gesagt, an diese Folie Verwaltungshandeln in dem Zusammenhang. Auch ein wichtiger Begriff bei der Nummer 12, das ist eine Dienst- oder Geschäftsordnung. Und das sind eben Regelungen zur Ablauforganisation und zum jeweiligen Dienstbetrieb. Und dadurch stellen die natürlich die Ordnung in der Organisation insgesamt her und sind deswegen auch für jede Verwaltung von grundlegender Bedeutung. Nummer 13, was bedeutet die Aussage
Zu beachten ist der Grundsatz, dass das Personal der Aufgabe folgt. Das bedeutet, dass es nämlich nicht um die Bevorteilung von Personen oder in irgendeiner Form die Fokussierung auf die Person geht, sondern dass immer die Aufgabe im Vordergrund steht und das Personal daher dieser Aufgabe folgt. Also die Aufgabe steht im Mittelpunkt und das Personal wird entsprechend zugeordnet bzw. dann auch in die Lage versetzt, diese Aufgabe entsprechend wahrnehmen zu können. Da finden Sie auch was auf Seite 11. Nummer 14, die Grundsätze sprechen sich implizit für eine Organisation wie IT Niedersachsen aus. Woraus lässt sich das ableiten? Naja, zum einen haben Sie auf der Seite 10 da so ein bisschen was, auf der Seite 12 oben, da geht es wieder um Benchmarking. Sie haben in dem Dokument, was im Bereich Seite 12 auch noch was gesagt, so zur ressortübergreifenden Zusammenarbeit. Also aus verschiedenen Stellen, ja, zeigen hier, dass eigentlich die Idee dieser, ich sag mal, zentralen Einheit für ein Spezialthema wie IT Niedersachsen von den Rechnungshöfen auch gutiert wird. Und klar ist natürlich auch die Motivation dahinter, denn vermeidet man einfach Doppelstrukturen, die nicht notwendig sind. Und wenn man natürlich als eine Großbehörde beispielsweise für ein gesamtes Land oder für alle Behördeneinkauf des Landes, dann kriegt man natürlich andere Konditionen, als wenn jede Verwaltung einzeln beschafft. Dann ist die Frage, was ist die Vollzugskritik? Also da geht es um den Ablauf, um die Frage, wer Aufgaben in welcher Form wahrnimmt und wie Geschäftsprozesse optimiert werden können. Und das heißt also, hier geht es ganz konkret schon um diese einzelnen Kritik an dem Ablauf in der Organisation. Und daran schließt sich auch die Frage 16 an. Warum gilt eben grundsätzlich Zweckkritik vor Vollzugskritik, vor Personalbedarfsermittlung? Ich glaube, das ist dann sehr gut nachvollziehbar, dass wir hier erst, und das war die erste Frage hier in der Liste, fragen müssen, ist überhaupt die Aufgabe notwendig, Zweckkritik? Dann können wir uns fragen, wie sollte der Ablauf richtig gestaltet sein? Das ist das Thema Vollzugskritik. Und erst dann müssen wir uns die Frage stellen, wie viel Personal brauche ich eigentlich dafür? Das heißt also, der Personalbedarf muss immer am Ende stehen, weil Zweckkritik beispielsweise ja schon bedeuten kann, wir nehmen die Aufgabe gar nicht wahr und über die Vollzugskritik, stellen wir erstmal fest, ob dieser Prozess oder diese Ausführung in der richtigen Form oder in der richtig geplanten, im richtig geplanten Design wirklich stattfindet. Warum sollen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht mehreren Vorgesetzten unmittelbar unterstellt werden? Und das steht auch auf Seite 7. Und die Antwort ist, weil es schnell zu Chaos führt und Doppelzuständigkeiten einfach aufwendig sind, auch für die Beschäftigten. Und hier ist genau der Link auf der Seite 17, bei der Nummer 17 eben zur Matrixorganisation. Das, was hier der Bundesrechnungshof und die Landesrechnungshöfe herausgearbeitet haben oder kommentiert haben, widerspricht natürlich genau dem Prinzip der Matrixorganisation. Und deswegen habe ich gesagt, im Spezialbereich in der Verwaltung findet man es schon, aber in der klassischen Verwaltung typischerweise nicht. Nummer 18, auch für Sie persönlich zukünftig von großer Bedeutung, Projektauftrag. Da ist ja alles enthalten, was ein Projekt wirklich tun soll. Wenn Sie Projektmanagement sind, haben Sie den Begriff oder in der Vorlesung sind, dann werden Sie den Begriff auch schon mal ausgiebig mit Sicherheit behandelt haben. Was ist der Gegenstand? Eben alles Grundsätzliche für das Projekt ist hier geregelt. Daraus leiten sich natürlich auch alle Aktivitäten und letztlich natürlich auch die Ressourcenbedarfe ab. Das steht auf Seite 9 unter anderem im Dokument. Und das heißt, es regelt eben alles Grundsätzliche des Projekts und deswegen ist dieser Projektauftrag so wichtig. Nummer 19, warum sollen im Rahmen der Aufbauorganisation personenbezogene Konstruktionen unterlassen werden? Naja, ist eigentlich schon fast selbsterklärend. Es geht ja nicht um die einzelne Person, sondern es geht wirklich um die entsprechende Aufgabenwahrnehmung. Also es soll niemand
bevorteilt werden. Es soll niemand eine Stelle bekommen, um eine Person zu versorgen, sondern es geht wirklich immer um die Aufgabenwahrnehmung und das Finden der richtigen Ressource für die jeweilige Aufgabe. Nummer 20, was ist damit gemeint, dass die Basisausstattung mit IT-ressortübergreifend einheitlich betrieben werden sollte? Ich hatte es kurz schon angedeutet, auf Seite 12 finden Sie das. Da geht es natürlich darum, dass man auch gleiche IT in allen oder dieselbe IT in allen Ministerien beispielsweise verwendet. Natürlich ist sowas dann auch neben den Einkaufsvorteilen, von denen ich schon gesprochen habe, ist das natürlich auch einfacher zu warten. Personalmigration zwischen Behörden kann viel einfacher stattfinden. Und da sehen Sie auch wieder diesen Bezug zu dem Symbol, sage ich mal, IT Niedersachsen. Warum wird für eine enge Zusammenarbeit zwischen IT und Organisation plädiert? Da finden Sie was auf Seite 12, weil natürlich Geschäftsprozesse heutzutage typischerweise elektronisch unterstützt werden, wenn nicht sogar schon teilweise elektronisch gesteuert werden. Und deswegen liegt es natürlich nahe, dass Organisation und IT nah beieinander liegen oder inzwischen Hand in Hand gehen sollen. Und dann die Frage 22 zum Abschluss hier. Wie groß sollte der Arbeitsanteil eines Abteilungsleiters an Leitungsaufgaben sein? Da finden Sie zum Beispiel im Anhang 2 etwas auf der relativ weit unten. Und da wird gesagt, dass so ein Abteilungsleiter quasi 100% seiner Arbeitszeit wirklich mit Leitungsaufgaben verbringen soll. Also quasi nur die Fachexpertise seiner Mitarbeiter koordiniert, sich dort nicht einmischt, sondern wirklich diese, sage ich mal, Managementfunktion wahrnimmt. Und das werden Sie auch erleben. Gibt es selten. Immer versuchen natürlich auch Vorgesetzte sich inhaltlich einzumischen, vielleicht auch aus gutem Willen. Aber interessant hier insgesamt in den Dokument hinten können Sie relativ viel sehen zu den Fragestellungen. Ist ja auch was angegeben mit Leitungsspanne, wie viel Zeitanteile, Mitarbeiterzuordnung und so weiter. Dort empfohlen werden eigentlich eine ganz interessante Inhalt. Insgesamt sowieso ganz viele interessante Sachverhalte, wichtige Begriffe auch hier enthalten und dementsprechend ein sehr, sehr gutes Dokument, weil es auch sehr fokussiert die Anforderungen darstellt und wie gesagt, gilt für alle Bundesländer und für den Bund, und für den Bund ist wie gesagt eine Empfehlung. Die können ja nicht irgendwelche Vorgaben machen an der Stelle. Sie können sich ja in die operative Hoheit der Behörden nicht einmischen, aber gleichwohl können Sie natürlich auch hieraus erkennen, wonach oder wie die Einstellung der Rechnungshöfe ist und wonach Sie damit mit Sicherheit auch ein Stück weit prüfen und gucken werden. So, gehen wir einen Schritt weiter. Wir haben jetzt hier unterschiedliche Instrumente der Organisationsanalyse und es ist jetzt hier dargestellt kurz Aufgabenanalyse, Schnittstellenanalyse, Stellenanalyse und Fit-Gap-Analyse. In den ganz normalen Vorlesungen, die jetzt ohne Corona stattfinden, schaffe ich die auch nicht alle und deswegen werden wir uns jetzt zum Abschluss auch nur noch die Aufgabenanalyse anschauen. Da haben wir ganz am Anfang der Vorlesung, wer sich ganz dunkel daran erinnert, schon mal ganz kurz drüber gesprochen. Ich nehme die heraus oder beziehungsweise behandle diese hier noch. Warum? Weil es einfach die wichtigste ist und in dieser Reihenform oder in abgewandelter Form permanent zum Einsatz kommt und deswegen einfach wichtig ist für vielleicht auch Ihre zukünftige Arbeit. Und es geht natürlich immer um die Analyse von Organisationen, Prozessen, Abläufen. Und wie gesagt, hier eben, Sie könnten die Liste weiterführen. Die sind teilweise auch ein bisschen redundant in der Praxis, also überschneiden sich. Insofern Fokus hier auf die Aufgabenanalyse in den nächsten Folien. So, was ist die Aufgabenanalyse? Da oben steht es schon. Also das zentrale Instrument, ich hatte es gerade betont, im Rahmen der Organisationsentwicklung, es soll ja sich etwas verbessern, um eben Organisationen zu verstehen und natürlich auch hinsichtlich verschiedener Kriterien zu bewerten. Was gehört alles dazu oder was ist grundsätzlich erstmal dazu zu sagen? Im Vordergrund stehen die wahrgenommenen Aufgaben und deren Kapazitätsbedarf. Das heißt, der Fokus liegt, was machen die Mitarbeiter?
gerade oder welche Aufgaben nehmen Sie im Kern wahr und wie viele Kapazitäten sind dafür erforderlich? Das ist also was anderes als der Stellenplan, nämlich deutlich mehr als im Stellenplan, weil es nämlich auch hier natürlich um das Zusammenwirken der entsprechenden Stellen geht, was wir aus dem Stellenplan heraus gar nicht so erkennen können. Zweiter Punkt, das primäre Ziel ist jetzt also die Ermittlung der Kapazitätsverteilung der wesentlichen Hauptaufgaben innerhalb der Organisation. Hauptaufgaben, das sehen wir gleich, sollte es nicht zu viele geben, sondern man will sich ganz konkret auf einem, wir werden es am Beispiel auch sehen, auf einem groben Aggregationsniveau treffen, um grundsätzlich das Ganze erstmal zu sortieren. Denn Detailanalysen kann man im Zweifelsfall natürlich immer noch durchführen. Und das Ganze erfolgt dann so, dass man die Kapazitäten der Beschäftigten auf entsprechende Hauptaufgaben verteilt und das Ganze dann entlang von Full-Time-Äquivalenz, Sie erinnern sich, oder Vollzeit-Äquivalente in Deutsch eben aggregiert, um dann sagen zu können, wir haben in dem Bereich so und so viel Vollzeitäquivalente. Wir rechnen natürlich immer in Vollzeitäquivalenten, weil eben wir in der Verwaltung auch ganz, ganz viele unterschiedliche Arbeitszeitmodelle haben. Nur so kann ich eben das Ganze innerhalb der Organisation wirklich auf diese Hauptaufgaben verteilen. Das ist der Kern des Ganzen. Dann kann man im Rahmen dessen auch noch zusätzliche Daten erheben oder man wäre schon fast, wie will ich sagen, wäre schon fast fahrlässig, es nicht zu tun, also noch weitere Daten zu erheben. Das könnten weitere Ebenen wie eine Teilaufgabe zur Ausführung von Hauptaufgaben sein. Das könnten Schnittstellen sein in der Organisation. Ich hatte gerade gesagt, es gibt hier so eine extra Schnittstellenanalyse. Gleichwohl überschneiden die sich manchmal diese Dinge. Deswegen, man kann auch Schnittstellen hier schon berücksichtigen. Mengengerüste sollte man natürlich berücksichtigen, wenn man sie hat. Anzahl Anträge, Anzahl Fälle, Dauer von Gesprächen mit Kunden, um auch eine Abschätzung zu machen, was kostet eigentlich eine Produkteinheit, zum Beispiel ein Beratungsgespräch. Und dann sind wir wieder beim Thema, was wir gerade hatten, auch was die Rechnungshöfe adressiert. Über zum Beispiel solche Mengengerüste könnte ich natürlich auch Benchmarks betreiben zwischen Behörden, die dieselben Aufgaben entsprechend wahrnehmen. Dann haben wir Ergebnisse der Aufgabenbewältigung, also was kommt da im Kern eigentlich bei raus? Wir könnten Schwachstellen schon mal analysieren im ersten Schritt, also die Mitarbeiter beispielsweise wissen ja, was nicht so gut läuft. Und ein wichtiges Thema auch noch, eingesetzte Tools, weil da geht es natürlich darum, herauszufinden, ob die Informationstechnik, meistens sind es ja IT-Tools, können aber auch andere Tools sein, überhaupt geeignet ist, hier wirklich richtigerweise zu unterstützen. Und das, was wir eben hier sehen, wir haben nachher nochmal ein echtes Beispiel, das ich Ihnen natürlich nur kurz verbal beschreiben darf, weil ich die Daten natürlich nicht rausgeben darf. Es ist wirklich in der Praxis, die Aufgabenanalyse ist immer ein zentrales Instrument, um eben Organisationen zu verbessern oder eben auch, das sehen wir nachher, Prozesse neu zu designen, um dann beispielsweise auch Tools einzusetzen. Und das ist wieder das Thema, IT folgt der Organisation. So, dann haben wir noch ein paar weitere Erkenntnisse, die man aus dem vierten Schritt einfach gewinnen kann. Da geht es zum Beispiel, wie gut ist die Zusammenarbeit? Wie gut sind die eigentlichen Tools und so weiter? Das heißt, wir haben, wenn man es richtig und konsequent betreibt, ein ganzes, ich sag mal, Set von Ergebnissen, die ganz viele Hinweise und Möglichkeiten liefern, das ganze System oder das oder zumindest den untersuchten Bereich dauerhaft und nachhaltig zu verbessern. So, wie geht man typischerweise vor? Das will ich jetzt auch nicht, also das hier ist eine Methodik über diese vier Schritte. Kann man auch, oder wenn Sie mal in die Literatur schauen, gibt es da auch vielleicht ein paar andere Darstellungen. Aber es geht natürlich, das ist glaube ich logisch, erstmal um die Hauptaufgaben. Über die Spalten sage ich gleich was. Wir erfüllen eine Tabelle aus und dann am Ende natürlich sollen diese Schwachstellen identifiziert und vielleicht auch diskutiert werden.
Grundlage können natürlich Stellenprofile sein. Also das, die Stellenbeschreibung der Mitarbeiter, das macht natürlich Sinn, weil da steht ja eigentlich drin, wofür sind sie eingestellt worden, welche Aufgaben nehmen sie wahr. Das kann mir oder dem, der es untersucht, schon mal, sage ich mal, ein grobes Raster liefern, welche Aufgaben dort wahrgenommen werden in diesem Bereich, in der Abteilung, in der gesamten Behörde, welche Einheit man auch immer untersucht. Zweiter Punkt, natürlich die Verifizierung, Überarbeitung eines solchen Rasters mit den jeweiligen Führungskräften. Daraus kann man diese Aufgabenliste oder Hauptaufgabenliste erstellen, die später eben die Grundlage ist für diese Tabelle. Interessant ist hier bei den Interviews mit den Führungskräften schon, wenn man nicht mal darauf achtet, wissen die Mitarbeiter, die Führungskräfte überhaupt, was ihre Mitarbeiter tun? Also wenn man in dem Gespräch herausfindet, dass die das gar nicht wissen, dann muss man sich die Frage stellen, was sie den ganzen Tag machen. Zweiter interessanter Aspekt ist das, was die wirklich hier tun, wenn man diese Liste mit den Führungskräften erstellt, überhaupt das, was in den Stellenprofilen drinsteht, ist ja auch schon mal eine interessante Abweichung. Da kann man sich dann auch fragen, warum werden Mitarbeiter für etwas eingesetzt, was sie eigentlich laut ihrer Stellenbeschreibung zumindest nicht in diesem Umfang tatsächlich auch wahrnehmen? Man nimmt dann immer eine beschränkte Anzahl, also man sagt, es ist so eine Faustregel, will ich mal sagen, 10 bis maximal Hauptaufgaben. Warum eben diese Beschränkung? Weil es sonst wirklich zu viel wird, es wird zu aufwendig. Und ein weiteres Problem ist grundsätzlich, welches Niveau bewegen wir uns dann? Ja, sind wir dann nicht in der einen oder anderen Diskussion mit einem Mitarbeiter oder der Führungskraft auf Aktivitätenebene? Aber wir wollen ja nicht die Aktivitäten beschreiben, sondern die Aufgaben beschreiben. Und deswegen braucht man ein, ich sag mal, Abstraktionsniveau, auf dem jeder versteht, was mit diesen Hauptaufgaben auch gemeint ist. Weil sonst, wenn das jemand missversteht, kann das Ergebnis dieser Aufgabenanalyse, wenn ich das damit einfließen lasse in meine Ergebnisse, nur schlecht sein, beziehungsweise oder vielleicht im extremsten Fall vielleicht auch einfach ungeeignet. So, das Ganze wird eben in so eine Tabelle hier überführt. Und in diese Tabelle wird dann, also diese Hauptaufgaben in die Tabelle überführt. Und dann kann man eben hier weitere Zusatzspalten, so habe ich es mal hier hingeschrieben, definieren und ergänzen. Und hier nur die Frage, was ist das Erkenntnisinteresse? Ja, also es kann beispielsweise sein, wenn Sie beispielsweise schon die Vermutung haben, dass die IT-Unterstützung unzureichend ist, dann sollte man natürlich eine Zusatzspalte einführen in so eine Tabelle, die da Tool-Unterstützung heißt. Und eine zweite Spalte vielleicht in dieser Tabelle hinzuführen, Bewertung dieser Tool-Unterstützung durch die Beschäftigten. Das kann allein schon sein, gut, schlecht, mittel oder so. Ja, und dann kann man also quasi entlang dieses Erkenntnisinteresses meines Bedarfs genau diese Spalten definieren. Möchte ich beispielsweise oder muss ich Ressourcen einsparen und muss Stellen einsparen, dann geht es natürlich darum herauszufinden, wo sind wertschöpfende oder weniger wertschöpfende Tätigkeiten, welche Aufgaben sind vielleicht nicht zwanghaft notwendig, wo gibt es sich überschneidende Aufgaben, wo gibt es Aufgaben, die vielleicht ja, prüfende Aktivitäten umfassen, die aber nicht unbedingt gesetzlich gefordert sind. Und auch danach können Sie dann eben erkennen, was brauche ich an Zusatzinformationen? Was ist mein Erkenntnisinteresse? Deswegen hier dargestellt mit dem Fragezeichen, was ist das Erkenntnisinteresse? So, wir befüllen dann die konkrete Tabelle, also auf Basis der entsprechenden 10 bis 15 Hauptaufgaben. Jetzt kann man zum einen Einzelinterviews mit den Beschäftigten durchführen, die dann ihre eigenen Kapazitätsverteilungen auf die entsprechenden Hauptaufgaben schätzen. Und dabei kann man natürlich auch nochmal verifizieren, teilen denn die Beschäftigten auch überhaupt diese 10 bis 15 Hauptaufgaben oder sehen die noch weitere Dinge, die vielleicht hier gar nicht erfasst worden sind oder die sie selbst gar nicht erkennen. Das kann natürlich auch durchaus der Fall sein. Und alternativ ist es natürlich auch möglich, einen Fragebogen zu nehmen oder das schriftlich ausarbeiten zu lassen oder zu beobachten. Das ist natürlich grundsätzlich denkbar. Oftmals sind aber Einzelinterviews
natürlich aufwendig, weil man muss sich mit den Leuten hinsetzen, man muss eine Einführung machen und so weiter. Aber man kriegt natürlich auch zwischen den Zeilen mehr raus als bei einem Fragebogen oder einer eigenen schriftlichen Ausarbeitung durch die jeweiligen Beschäftigten. Dabei geht es immer um diese Vollzeitäquivalente des Beschäftigten. Und wenn jetzt eben ein Mitarbeiter eine volle VZE ist, also beispielsweise 1,0 sozusagen, also Vollzeitbeschäftigter, dann verteilt man eben diese Zeitanteile in Prozentwerten, beispielsweise 10% dann auf Hauptaufgabe 1, 2, 3. Bedeutet, ein FTE-Wert von 0,1 wäre eben ein Zehntel FTE. Und so teilt man das Ganze entsprechend zu. Natürlich gibt es da, ich würde mal sagen, Unschärfen, aber diese Unschärfen kann man erstmal in Kauf nehmen, weil es um das große ganze Bild in diesem Bereich geht und nicht um Minutengeschacher oder ähnliches. Und entscheidend ist natürlich immer, was ist wieder für die Kapazitätsverteilung das Erkenntnisinteresse. Also wenn ich jetzt beispielsweise diese 10 bis 15 Hauptaufgaben habe, dann muss ich mir natürlich die Frage stellen, ist es da eine Gleichverteilung der Tätigkeiten der Mitarbeiter oder ist es halt eine Schwerpunktaufgabe? Und auf diesem Wege kriege ich dann natürlich raus, wie viele Kapazitäten also auch im Schwerpunkt auf diese 10 bis 15 Aufgaben entsprechend verteilt werden. So, in diesen Gesprächen kann man natürlich dann auch Schwachstellen schon identifizieren und diskutieren. Und natürlich auch Verbesserungspotenziale direkt mit einfließen lassen. Und diese Verbesserungspotenziale, ganz oft ist es so, dass diese Schwachstellen, Verbesserungspotenziale nicht unbedingt die sind, die hier oben eine Führungskraft entsprechend hören will oder vielleicht das auch das erste Mal davon hört. Also grundsätzlich ist es so, wenn man das eben schriftlich macht, ja, dann sollte man sich das Ganze vom Mitarbeiter natürlich unterschreiben lassen, was die natürlich ungern tun und auch der Personalrat sowas ungern sieht. Und deswegen ist es oft so, dass Interviews dann doch die bessere Alternative sind, weil man eben dort in Vier-Augen-Gesprächen da nichts, ja, das interaktiver ist, man zwischen den Zeilen lesen kann, sich die Leute auch mal auf gut Deutsch gesagt auskotzen können. Deswegen Interview eigentlich bei solchen auch Analysen das Wahl der Mittel. Dann dieses taktische Verhalten. Man muss natürlich immer im Kopf behalten, dass die Menschen oder die Mitarbeiter, die sie dort befragen, natürlich Eigeninteressen verfolgen. Sie haben Angst, ihren Arbeitsplatz zu verlieren. Sie haben Angst, dass sie danach bemessen werden und so weiter. Das heißt, taktisches Verhalten werden sie nie ganz ausschließen können. Das kann man eben am besten noch verifizieren durch ja, ein Gegenchecken bei anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Abteilung, dann findet man schon raus, der eine erzählt mir das, der andere erzählt mir das. Und auf dem Weg kann man dann schon, ich sag mal, Manipulation erkennen. So, wobei hilft uns das unter anderem auch diese Liste, die jetzt kommt, ist nicht vollständig. Natürlich werden Schwachstellen transparent. Verbesserungspotenziale werden in allen Bereichen erkannt. Das hängt natürlich jetzt von der Auswahl der jeweiligen Spalten ab, dieses Erkenntnisinteresses, das dürfte klar sein. Aber ich kann eben diese Schwachstellen identifizieren, die Tools identifizieren, Verbesserungspotenziale unmittelbar aufschreiben und so weiter. Weiterer Punkt ist auch, wer ist eigentlich Kunde und wer ist Lieferant? Diese Beziehung kann ich dann auch strukturieren. Es kann zum Beispiel mal auffallen, dass vielleicht eine Abteilung der anderen Abteilung was liefert, die das nur anreichert und an die Abteilung wieder zurückgibt und so weiter und so weiter. Also die Kunden-Lieferanten-Beziehungen sind dahingehend sehr interessant, weil man sich dann die Frage stellen muss, warum geht denn das eigentlich an die andere Abteilung zurück, an Herrn X oder Frau Y? Warum ist die dann überhaupt in der anderen Abteilung? Kann man das nicht dann gleich als Aufgabe auch in der Abteilung erledigen, also diese Kunden-Lieferanten-Beziehungen werden zumindest mal im ersten Schritt strukturierbar. Ganz wichtiger Punkt, kurz schon angesprochen eben, redundante Arbeiten. Also wo werden Arbeiten doppelt gemacht? Wo werden gegebenenfalls Prüfalgorithmen oder Überprüfungen durch Vorgesetzte durchgeführt, die man vielleicht gar nicht durchführen muss? Ja, also
Das kann ja über die Jahre oder die Jahrzehnte einfach so sich eingeschlichen haben und dann sieht man das nicht. Das ist ja wieder der Grund, warum eben Aufgabenanalyse und Aufgabensynthese so ein permanenter Prozess sein sollten. Wir haben natürlich eine grundsätzliche Organisationskritik, wird ermöglicht. Also ja, brauchen wir den Abteilungsleiter in dem Kontext überhaupt? Ist die Zuständigkeitsverteilung grundsätzlich richtig in diesem Bereich? Sollte man vielleicht nicht eine gesamt andere oder eine gesamt andere Organisationsform wählen? Wir hatten ja kurz über diese unterschiedlichen Organisationsformen bereits gesprochen. Wichtige Frage ist auch, was ist eigentlich wertschöpfend und was ist nicht wertschöpfend? Also wertschöpfend bedeutet ja, wenn jetzt jemand einen Pass ausstellt oder ein Bürgeramt eine Ummeldung bearbeitet, dann ist das natürlich eine wertschöpfende Tätigkeit für dieses Produkt, was der Kunde, nämlich der Bürger, dann abnimmt, nämlich seine Ummeldung in dieser Gemeinde. Und dahinter verbergen sich dann aber vielleicht ganz viele administrative Tätigkeiten. Da muss man sich die Frage stellen, wie viel Wertschöpfung erzeuge ich eigentlich aktuell in dieser Organisation mit diesen Aufgaben und welche sind eigentlich nicht wertschöpfend. Und oftmals kann man durchaus zu dem Ergebnis kommen, dass nicht wertschöpfende Tätigkeiten sogar ein höheres Ausmaß oder eine höhere Zeitanteile genießen als die wertschöpfenden. Das sollte natürlich, wie Sie sich vorstellen können, nicht der Fall sein. Im Weiteren, auch aus den Gesprächen mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, kann man natürlich herausfinden, ist der Führungsstil geeignet? Also werden die Mitarbeiter richtig angeleitet? Verstehen sie, was sie da tun sollen? Das geht bis dahin, dass man auch die Eignung der Führungskräfte hinterfragen kann. Wenn Ihnen so ein Mitarbeiter dann vielleicht auch in der Praxis dann sagt, naja, ich frage den gar nicht, ich mache das einfach so, hat bisher immer funktioniert, insofern mache ich mir da auch gar keinen Kopf drum. Genau. Also das jetzt mal wieder zusammenfassend, die Ergebnisse und der Nutzen der Aufgabenanalyse. Es ließen sich sicherlich noch weitere finden. In der Praxis, wie gesagt, das Mittel der Wahl und eben auch sehr verbreitet. Ich will jetzt nur hier nochmal auf ein kurzes Beispiel mir das mal oder exemplarisch mal darstellen, damit es jetzt ein bisschen plastischer wird. Ich habe jetzt hier mal so eine Kommunalverwaltung, so ein Bürgeramt mal nur skizziert. Hier werden so diese Hauptaufgaben, die werden natürlich durchnummeriert. Und dann haben wir diese Hauptaufgabe zum Beispiel Meldewesen. Dann haben wir Hauptaufgabe Hundesteuer, kann man sich gut vorstellen. Sie kommen ins Bürgeramt rein, da können Sie eben hier sich ummelden und dann können Sie auch die Hundesteuer bezahlen bzw. Ihren Hund entsprechend anmelden. Dann haben wir jetzt hier eine Unterteilung nochmal in Arbeitsschritte, um die Kapazitäten zuordnen zu können. Also, was passiert? Meldewesen, erster Schritt sind, dass die Anliegen geklärt werden. Der Auslöser für diesen Arbeitsschritt ist, der Kunde legt eine Nummer vor. Das heißt also, draußen ist so ein Nummerngerät, so ganz herkömmlich, wie man es aus der Kommunalverwaltung vielleicht noch kennt. Man zieht eine Nummer. Die legt also der Kunde beim Sachbearbeiter vor. Dann muss erstmal das Anliegen geklärt werden. Also wir haben 20 Anliegen pro Tag und diese Anliegenklärung macht ungefähr 30% der Kapazitäten aus. Ein Hilfsmittel haben wir hier, das könnte jetzt auch IT-Tools heißen, sind hier, ist ein Nummernvergabesystem. Was sind die Schwachstellen in diesem Prozess? Die Kunden, das ist also kundenunfreundlich, weil die immer ihre Nummern ziehen müssen. Dann passiert Folgendes, die verlieren dann ihre Nummer oder haben sie irgendwo verlegt und dann muss dreimal gefragt werden. Jetzt ist doch eigentlich Nummer 20 dran, wir warten nur Nummer 20, dann ist die Nummer 20 gerade auf dem Klo und so weiter. Also unglückliche Situation bei den Themen halt schon, was die Schwachstellen betrifft. Dann geht es weiter. Jetzt müssen die Dokumente geprüft werden, hier bei der Ummeldung beispielsweise. Auslöser dafür ist, dass der Mensch, der da jetzt am Tisch sitzt, die Dokumente vorgelegt hat. Das sind 15, also 5 geht schon mal verloren, weil die nicht alles dabei haben. Dann haben wir 5% der Zeit. Da haben wir jetzt kein Hilfsmittel, weil die beiden einfach nur am Schreibtisch des Sachbearbeiters sitzen. Und Schwachstelle, gerade schon angedeutet, vielleicht fehlen hier auch mal die Dokumente, was natürlich sehr ungeschickt ist. Hätte sich der Kunde auch den Weg ersparen können. Gehen wir davon aus, wir haben jetzt noch 15, ne? Meldewesen, jetzt werden hier Daten eingegeben. Dafür ist erforderlich, dass die Authentizität
der Person geprüft ist, also ist der Mensch dort berechtigt, beispielsweise diese Ummeldung zu beauftragen und den Pass dann und den Personalausweis ändern zu lassen. Jetzt muss der Mitarbeiter die Daten eingeben, das sind weiterhin 15 Fälle, kostet uns auch 5% der Kapazität. Dann haben wir jetzt hier natürlich den PC, die Software für Meldewesen und Schwachstellen sind vielleicht auch, dass Sachen doppelt eingegeben werden müssen ins System. Ich will jetzt nicht weiterführen, aber jetzt können Sie sich vorstellen, so wird dann eine entsprechende Tabelle, die auch oft noch eben ganz weitere Spalten umfassen kann, gestaltet. Ein paar Sachen dürften auch klar sein, wenn man jetzt hier schon mal drüber nachdenkt, brauchen wir wirklich das Nummernvergabesystem noch? Was ist mit Online-Terminvergabe? Das könnte doch schon mal Thema sein. Wie könnten wir sicherstellen, nächste Fragestellung, dass die Kunden keine Dokumente vergeben? Warum Doppeleingaben? Kann man da nicht irgendwelche Prüfmechanismen oder automatische Vorbelegung im System hinterlegen, damit das nicht mehr passiert? Man sieht jetzt hier, wenn wir den zweiten Hauptaufgabe nehmen, Hundesteuer, dasselbe Problem mit dem Nummernvergabesystem hier. Das heißt also, es macht doch Sinn, hier ein entsprechendes Online-Meldeverfahren beispielsweise wirklich zu etablieren und so weiter. Also wir könnten das jetzt weiterführen. Ich glaube, es ist ziemlich naheliegend, worum es eigentlich geht. Also das Thema hier, wenn man nur drauf schaut, man kann sofort, und das ist natürlich sehr vereinfacht hier dargestellt, sofort Informationen und interessante Analysen durchführen, die einen in diese Lage versetzen, Verbesserungspotenziale zu heben. So, ich hatte es angedeutet, wir haben so ein Praxisbeispiel, weil das ist auch von mir mal erstellt worden. Es ging damals um die Konzeptionierung, Auswahl und Einführung einer Finanzbuchhaltungssoftware und da ist man dann losgegangen und hat gesagt, naja, es gibt am Markt ja ganz neue und tolle Tools, also müssen wir erstmal unser herkömmliches System hinterfragen, Zuständigkeiten hinterfragen, Prozesse hinterfragen und daraus ein Sollprozessmodell entwickeln. Und da ging es auch um die Frage eben, wie viel Mengengerüste habe ich eigentlich im IST, wie viel habe ich eigentlich IST-Prozessbeteiligte und wie viel brauche ich eigentlich zukünftig im Soll noch, um eben auch die Menge und Qualität des Personals definieren zu können, um Änderungsbedarfe an der Aufbau- und Ablauforganisation frühzeitig zu adressieren, bevor ich eine Software einführe und natürlich damit einhergehend auch die Change-Maßnahmen, also Veränderungsmanagement-Maßnahmen entsprechend hier zu adressieren. Das war eine Organisation, die ist gar nicht so groß gewesen, eine Verwaltung vielleicht ein paar hundert Leuten, die mit dieser Software ein Stück weit arbeiten, also eigentlich nicht groß im Vergleich zu großen Unternehmen. Und dieses Dokument hat dann trotzdem, auch wenn es nur um Finanzbuchhaltung ging, also vom Bestellwesen bis zur Bezahlung, also 150 Seiten hatte das Dokument mit Sicherheit, um das Ganze eben entsprechend auch sehr fokussiert darzustellen. Und dieses Dokument wurde dann auch als Grundlage verwendet, um die Ausschreibungsunterlagen, also oder wurde in die Ausschreibungsunterlagen reingenommen, damit die Finanzbuchhaltungssoftware-Anbieter verstehen konnten, was die Erwartungshaltung der Leistungserbringung ist. Da wurde nicht gesagt, der Button muss grün sein oder gelb oder muss oben links sich ein schönes Button befinden, sondern das sind die Prozesse, das sind die Anforderungen. Setzt es um, sagt uns, wie es geht und dann ist uns egal, ob der Button grün, gelb, blau ist oder welcher Einzeldatensatz da zu pflegen ist. Deswegen eben so eine Erarbeitung organisationsspezifischer Sollprozesse, die natürlich mit den IST-Prozessen abgeglichen wurden, bedeutete eben auch, beispielsweise stand so eine Frage im Vordergrund, warum dürfen so viele Mitarbeiter eigentlich bestellen in dem System? Ist das wirklich notwendig, weil das fehleranfällig ist? Müssen wir nicht jetzt, wenn wir eine neue Software einführen, spezifische Mitarbeiter in Abteilungen schulen, die wirklich das Bestellwesen für die Abteilung beispielsweise koordinieren? Weiterer Punkt war, die einzelnen Abteilungen durften tatsächlich alle Waren oder alle möglichen
Also es wird meistens werden sogenannte Warenkörbe hinterlegt, aus denen man sich dann Dinge auswählen kann zur Bestellung. Das ist nicht viel anders als bei Amazon, nur eben fokussiert auf die Organisation und eben nicht mit einem Vertragspartner, sondern vielleicht mit mehreren Vertragspartnern. Und die Organisation hatte zum Beispiel auch, ist schon ein paar Jahre her, und damals waren ja Digitalkameras relativ in. Und als man dann mal analysiert hat, kam raus, dass eine Organisation, die glaube ich in Summe 800 Mitarbeiter hatte, dass da irgendwie 600 Digitalkameras beschafft worden sind, weil jeder jeden Warenkorb, solange er Budget hatte, auch aus diesem Warenkorb bestellen durfte. Es wurde nie gefragt, wie oft benutzt du eigentlich diese Digitalkamera? Kannst du dir die nicht mal aus der Nachbarabteilung auch ausleihen? Weil eben das System, die Prozesse so gestaltet waren im Ist, dass das keiner bedacht hat. Deswegen Spannungsfeld soll ist natürlich dann auch wieder die Herausforderung. Dann müssen Sie natürlich auch ein Stück weit die Verantwortung aus Abteilungen entziehen, was von denen natürlich nicht gerade sehr gutiert wird. Dann auch eine verbale Beschreibung der einzelnen Prozessschritte, also wirklich ganz kurz beschrieben, was ist damit gemeint, damit alle Beteiligten, auch die Mitarbeiter, die daran sich beteiligt haben, auch das gleiche Verständnis dazu haben. Dann ganz wichtig eben, wer ist am Prozess beteiligt, also wie läuft das durch die Organisation durch. Und eben die Mengengerüste, da hängt natürlich auch Mengengerüste, hängt beispielsweise die Anzahl der notwendigen Lizenzen dran, die natürlich auch ein entsprechender Kostentreiber im Rahmen einer solchen Beschaffung oder auch im Betrieb natürlich entsprechend sind. Rechtliche Grundlagen, damit auch man weiß, Mensch, wir müssen Vergaberecht einhalten, Vier-Augen-Prinzip ist erforderlich und deswegen ist es natürlich wichtig, in den einzelnen Prozessschritten zu schauen, wo sind Prüfmechanismen zu berücksichtigen und wie sollten die gegebenenfalls auch ausgestaltet werden. Und was ich eben gerade auch schon angedeutet habe bei dem Thema Aufgabenanalyse, auch hier sind sofort oder im Erstellungsprozess Kommentare und Hinweise aufgenommen worden, die eben nach wirklich intensiven Diskussionen zeigen sollten, wo ein Einstieg in den wirklichen Organisationsveränderungsbedarf da waren, also wo beispielsweise Mitarbeiter gesagt haben, hier, da, das funktioniert schon seit Jahren nicht. Wenn wir jetzt die neue Software einführen, dann haben wir die Chance, diesen Missstand zu beheben. Und diese Sachverhalte wurden dort auch nochmal kommentiert. Hier anhand dieser kurzen Beschreibung können Sie nachvollziehen, oder was ich möchte ist, auch das ist jetzt etwas ja, sehr Konkretes, aber basiert genau auf dieser Aufgabenanalyse, die ich Ihnen so schön theoretisch vorgestellt habe. Und das betone ich auch immer wieder, weil eben diese Aufgabenanalyse das Instrument ist, wie gesagt, auch in mehrfach abgewandelter Form. So. Kommen wir abschließend hier zur Lernkontrolle 8, die würde ich jetzt gleich anschließen, weil ein paar Sachen sind natürlich auch schon von Herrn Obermüller adressiert. Ich wiederhole es jetzt hier nur kurz. Was ist das Kabinettsprinzip? Also, das bedeutete, wenn Sie das mitgeschnitten haben bei Herrn Obermüller, heißt das einfach natürlich, dass bestimmte Entscheidungen müssen vom gesamten Kabinett getroffen werden, sagt ja schon der Name Kabinettsprinzip. Was ist das Ressortprinzip, auch aus dem Bereich Staatsrecht? Da geht es eben um die Eigenständigkeit des Ministers. Und der Ministerpräsident mischt sich jetzt beispielsweise nicht in das einzelne Ressort ein. Und deswegen immer diese Eigenständigkeit eines Ministers, einer Ministerin für den entsprechenden Bereich, das ist das Ressortprinzip. So, warum existieren auf Ebene der Länder mehr nachgeordnete Bereiche bzw. mehr nachgeordnete Behörden als beim Bund? Das kann man sich auch ein Stück weit herleiten, weil der Bund ja nur für übergreifende Bereiche zuständig ist, Verteidigung nach außen beispielsweise, Währung und so weiter. Aber natürlich die Länder oder als Scharnierfunktion zwischen dem Bund und den Kommunen natürlich quasi die meisten Aufgaben auch wahrnehmen. Und daran liegt es einfach, dass wir durch diesen föderalen Bundesstaat ganz viele Aufgaben haben, die eben auf Länder- und dann auf kommunaler Ebene wahrgenommen werden müssen. Und deswegen haben natürlich Länder typischerweise mehr nachgeordnete Bereiche als der Bund selbst.
Kabinettsdisziplin fällt auch wieder, sage ich mal, in den Bereich von Herrn Obermöller. Da geht es darum, dass ein Minister eben verpflichtet ist, Entscheidungen des Kabinetts auch dann zu vertreten, wenn er ihnen nicht grundsätzlich zugestimmt hat. Das ist, wie gesagt, auch so dieser Begriff der Kabinettsdisziplin. Nummer 68, also die Bundesregierung entscheidet, dass zukünftig die Feldhamsterpopulation wieder steigen sollte. Hierfür stellt sie Finanzmittel zur Aufzucht von Feldhamstern zur Verfügung. Der Bundesrechnungshof stellt hierzu fest, dass die Förderung der Feldhamsterpopulation Blödsinn sei. Übertritt der Bundesrechnungshof damit seine Kompetenzen? Ja, na klar, weil, und das hatte ich ja betont, auch nur die Wirtschaftlichkeit und Ordnungsmäßigkeit geprüft wird vom Bundesrechnungshof und eben keine politischen Entscheidungen und damit auch keine politischen Entscheidungen kritisiert werden. Was ist Exekutivgewalt? Ist auch auf einer Folie drauf. Da geht es eben um das Thema Ausführungsgewalt. Also diese Ausführungsgewalt hat der Bundesrechnungshof eben gerade nicht, sondern der soll ja mit Argumenten überzeugen. Und deswegen ist Exekutivgewalt genau etwas, was eben nicht dem Rechnungshof oder den Rechnungshöfen in Summe zuzuordnen ist. Nummer 70, welche zwei Bestandteile sind bei der Aufgabenanalyse von grundlegender Bedeutung? Naja, da geht es um die Kapazitäten für die wahrgenommenen Aufgaben. Das war ja genau gerade von mir beschrieben, der Kernpunkt Kapazitäten und Aufgabenwahrnehmung. Nummer 71, welcher Zusammenhang besteht zwischen Stellenbeschreibung und Aufgabenanalyse, hatte ich auch betont. Natürlich eine sehr, sehr vielfältige Zusammenhang, weil natürlich die Stellenbeschreibungen die Grundlage für die Aufgabenanalyse sind. Sie geben mir de facto vor, wie ich schon mal in diese Richtung von 10 bis 15 Aufgaben mich orientieren kann und diese dann, so war es ja von mir, normativ zumindest beschrieben, die dann mit den Führungskräften entsprechend auch zu diskutieren und wirklich auch entsprechend dann als Hauptaufgaben in diese Tabelle zu übernehmen. So, wie können Aufgabenredundanzen im Rahmen von Aufgabenanalysen aufgedeckt werden? Typischerweise eben durch diese Selbstaufschreibung, Selbstdiskussion, Austausch mit den Mitarbeitern und dann an unterschiedlichen Stellen wird dann natürlich deutlich, wo Sachverhalte doppelt bearbeitet werden. Wenn ich also mit den einzelnen Mitarbeitern Interviews führe und ich frage, Mensch, was machen Sie da eigentlich in dieser Hauptaufgabe? Und dann sagt die Person genau das und der nächste Mitarbeiter sagt das auch. Dann kann man relativ schnell herausfinden auf diesem Wege, wo Redundanzen sind, Überschneidungen sind, die man natürlich tunlichst vermeiden sollte, weil da auch das AKV-Prinzip natürlich wieder eingehalten werden sollte. Nummer 73 hat es sehr intensiv betont, warum sollten im Rahmen der Aufgabenanalyse die unterstützenden Systemlösungen berücksichtigt werden? Ja, um natürlich Probleme mit IT-Systemen oder auch eben Möglichkeiten des Ausbaus oder der Verbesserung oder Erweiterung oder Neugestaltung von IT-Systemen identifizieren zu können. Und deswegen ist natürlich gerade in der heutigen Zeit unter diesen Gedanken von Digitalisierung natürlich gerade dieses Thema Berücksichtigung von IT notwendig, wenn nicht sogar unabdingbar. Gut. Das war jetzt auch der letzte Stream. Das hat einfach den Hintergrund, dass ich auch in den anderen Vorlesungen oder in den anderen Jahren nie viel weitergekommen bin als diese Aufgabenanalyse. Manchmal bin ich eine noch weitergekommen bis zur Schnittstellenanalyse oder so, aber viel weiter war ich nie. Insofern ist jetzt hier Ende dieser Streams für Verwaltungsorganisationen. Jetzt haben sie auch noch ein bisschen Zeit gewonnen sozusagen. Was ist wichtig? Wie immer, ja, könnte man sagen, Sie haben ja alle schon Verwaltungshandeln dann bei mir belegt und dementsprechend wissen Sie, es geht immer um die großen Themen, die wir behandelt haben, es geht um die entsprechenden Lernkontrollen, die wir behandelt haben, insofern auch hier wieder, ich sag mal, keine Überraschung und dementsprechend wünsche ich Ihnen auf jeden Fall viel Erfolg bei der Klausur und ich hoffe, wir sehen uns auch irgendwann mal wieder. Insofern bis dahin erstmal. Ciao, ciao.